Herzlich willkommen auf dem Kanal von 163 Grad. Ich bin Oliver und berichte für euch seit 2014 über Elektromobilität. Und da habe ich heute einen ganz besonderen Schmankerl für euch, den brandneuen Audi e-tron GT. Ich habe euch schon den Zaun vorgestellt, wir haben schon einmal die Premiere besprochen. Jetzt bin ich live am Auto und fahre das Auto für euch. Viel Spaß bei diesem Video. Der Audi e-tron GT teilt sich die technische Basis mit dem Porsche Taycan, von dem ihr ja auch schon mehrere Videos auf diesem Kanal findet. Trotz gleicher Antriebskomponenten ist der Audi ein völlig eigenständiges Auto mit einer Abstimmung als schneller und eleganter Reisewagen. Ein Gran Turismo. Mein Testwagen ist der e-tron GT mit 476 PS, 350 Kilowatt Leistung, 630 Newtonmeter Drehmoment, 4,1 Sekunden von 0 auf 100 und 245 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Mein Testwagen hat die lederfreie Innenausstattung mit den textilbezogenen Sitzen, die ein sehr angenehmes Sitzklima haben. Das Auto bietet Platz für 4 Personen plus Gepäck. Um die Reise so angenehm wie möglich zu machen, hat Audi viel Arbeit in die Aeroakustik investiert. Die Verglasung ist geräuschdämmend, als extra auch hinten. Der Wagen hat ein besonderes Dichtkonzept und spezielle Außenspiegel. Das Cockpit ist stylisch, aufgeräumt und blitzsauber verarbeitet. Ergonomisch passt alles. Wer reist, hat natürlich auch Gepäck dabei. 405 Liter Platz bietet das Kofferabteil im Heck. Dabei muss man berücksichtigen, dass der e-tron realistisch ein Viersitzer ist. Wer die Rücksitze umklappt, fährt nur noch zu zweit und darf sich dafür aber auch in Richtung Baumarkt oder Möbelhaus aufmachen. Und wenn man die Taste für den Frunk endlich gefunden hat, die sich in der Türverkleidung versteckt, dann gibt's zusätzlich 85 Liter Volumen im vorderen Abteil. Die Batterie hat 93 Kilowattstunden Bruttokapazität. Durch die 800 Volt Technik kann sie mit bis zu 270 Kilowatt Leistung an Gleichstrom geladen werden. Für schnelle Ladestopps unterwegs kann die Batterie vorkonditioniert werden. Das macht der e-tron automatisch in Verbindung mit der Navigation und Routenplanung. Zu Hause kann er mit 11 kW oder gegen Aufpreis auch mit 22 kW geladen werden. Damit es einfacher geht, hat der Audi Ladeanschlüsse an beiden Fahrzeugseiten. Die Frage ist natürlich, ob der e-tron GT auch in die heimische Garage passt. Ja, er passt. Und auf der Garagenauffahrt macht er sich auch richtig gut. Bleiben noch die Basics zu nennen. Der e-tron GT ist 4,99 Meter lang, 1,96 Meter breit, ohne Spiegel und trotz der Batterie im Unterboden nur 1,41 Meter flach. Das ist 3 cm flacher als ein Tesla Model S. Aerodynamisch optimiert schafft der Audi einen CW-Wert von 0,24. Die Preise beginnen für den e-tron GT bei 99.800 Euro und für den RS e-tron GT bei 138.200 Euro. Plus Extras natürlich. Eine BAFA-Förderung gibt es in dieser Preisklasse nicht mehr. Ich konnte den Audi für einen Tag in Hamburg ausprobieren. In der Stadt, auf der Landstraße und natürlich auch der Autobahn. Und hier ist mein Review vom Audi e-tron GT. Das ist der neue Audi e-tron GT. Auf den haben wir lange gewartet. Ein Gran Turismo voll elektrisch von Audi. Und das ist ein Auto, bei dem es nicht nur um die schnöden technischen Daten geht, sondern es geht auch um Emotionen. Und da fangen wir mal außen an. Audi hat sich da viel Mühe gegeben. Mein Testauto ist in Quinoa Grau. Das ist so ein Blau-Grau, aber nicht Metallic. Also eine wunderschöne Farbe, muss man in Natura sehen. Und wenn die Sonne rauskäme hier in Hamburg, dann wäre es natürlich noch schöner. Aber egal, wir nehmen es so, wie es ist. Der typische Audi Single Frame Grill ist ja hier bei Audi geschlossen, inverted, wie sie bei Audi sagen. Und als Extra kann man dieses Mittelstück farbig bekommen. Das ist auch Quinoa Grau und das sieht hier richtig gut aus. Von vorne sieht der Wagen wirklich schick aus, geschlossen, eine Einheit, obwohl da unten natürlich noch Kühlöffnungen sind, die sich ja auch verändern. Je nach Fahrsituation kann der Audi diese Kühlöffnung öffnen und schließen und insofern die Kühlung unterstützen. Gehen wir weiter rum. Licht, ganz großes Thema, zeige ich euch noch in Ruhe bei Audi. Mein Fahrzeug ist ein Audi e-tron GT. Es gibt Matrixlicht, es gibt Laserlicht, kann man alles dazu bestellen. Beim GT ist normales LED-Licht Serie. Dieses Fahrzeug hat
im Test der Jahreszeit entsprechend Winterräder drauf. Und hier fällt auf, es gibt ja auch ein Audi RS. Das ist eine sportlichere Version. Mein Auto ist zwar ein GT, aber seht mal hier, ich habe die Carbidbremse vom RS drauf auf diesem Fahrzeug. Wirklich top. Das ist etwas, da kannst du beherzt reintreten ins Pedal immer wieder und hast immer wieder eine konstante Bremsleistung. Wirklich top. Obwohl beim Elektroauto möchte man rekuperieren. Das Auto rekuperiert übrigens mit 270 Kilowatt fast auf der Bremse. Probieren wir nachher alles aus. Weiter geht's. Eine wirklich cleane Optik. Das Fahrzeug teilt sich technische Komponenten mit dem Porsche Taycan und das kann man an einen oder anderen Stelle auch erkennen, so von der Grundlinie gerade hier hinten. Erinnert mich das so ein bisschen dran, aber Audi hat da seine persönliche Note reingebracht. Alleine dieses Teil, das haben wir auf einer anderen Veranstaltung bei Audi mal ausführlich besprochen, das ist ja ein Teil Aluminium, das wird gezogen. Weiter kann man es nicht ziehen, also dickere Backen kann man so einem Auto nicht verpassen. Das haben sie wirklich toll gemacht. Ja, und dann geht es weiter rum zum Heck. Dort findet das Ganze dann einen, wie ich finde, adäquaten Abschluss. Der Wagen sieht von hinten, ja, ich sag mal, elegant aus. Er sieht aber auch bullig aus, hat eine gewisse Präsenz. Und natürlich das Thema Leuchten. Auch hier die üblichen Features von Audi. Kleine Spielereien, wenn man ihn auf- und zu macht, dann hat man so kleine Lichteffekte, die einen hier begrüßen. Also wirklich toll gemacht. Heckdiffusor. Das Auto ist aerodynamisch super gut verkleidet, optimiert mit diesem Diffusor. Ihr wisst ja, bei Elektromobilität geht es auch um Stromsparen, dann muss ich das nicht an der Ladesäule laden. Was mich dann eigentlich wirklich interessiert, ist natürlich, wie das Fahrzeug fährt. Also auf geht's. Weiter als Gast. Einmal die Bestätigung hier auf dem Display, Schalter auf R und dann parke ich hier aus und es geht los. Und wir fahren als erstes mal ein kleines Stück zum Eingewöhnen, Landstraße und Stadt, und dann geht es auch ein Stück auf die Autobahn. Vom Fahrwerk her hat sich Audi viel Mühe gegeben. Diese Autos haben ein 3-Kammer-Luftfahrwerk. Damit ist natürlich eine Höhenregulierung möglich. Das heißt, das Fahrzeug kann sportlich abgestimmt werden. Es kann auch komfortabel abgestimmt werden. Es kann hoch und runter fahren und passend zur Fahrsituation auf Efficiency zum Beispiel. Also wenn er möglichst effizient fahren soll, dann fährt er runter. Da geht es gar nicht so sehr um die Sportlichkeit, sondern es geht um Energiesparen, Stromsparen, möglichst wenig Windwiderstand haben, geduckt unter dem Wind durchfahren. Deshalb geht das Fahrwerk dann runter, genauso wie bei sportlichen Fahrweisen. Ja, mein erster Eindruck mit dem Audi e-tron GT. Ehrlich gesagt, sehr schöne Sitzposition, gutes Handling. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich sitze anders als im Taycan, kann aber auch täuschen. Und ja, sitzt gut, habe mir das eingestellt, alles elektronisch hier mehrfach verstellbar, 14-fach verstellbare Sitze, auf Wunsch auch bei dem Sportgestühl bis zu 18-fach. Und gute Sitzposition, das Lenkrad schön gerade vor der Brust, die Abstände stimmen zwischen Pedalerie und dem Lenkrad, nö, ist alles top, alles gut. Vom Fahren her, wenn man das Auto startet, steht es auf Komfort. Das ist so der Modus, in dem eigentlich alles von alleine geht. In dem fahre ich jetzt auch. Es gibt noch den Modus Efficiency, also möglichst effizient. Dann geht es darum, dass das Fahrzeug möglichst wenig Energie verbraucht und ich damit die größtmögliche Reichweite habe. Ist damit auch klar, dass alle Reichweitenangaben, alle Verbrauchsangaben, die ihr liest, quasi immer in diesem Efficiency-Modus gefahren werden. Solange ihr dann auf Komfort fahrt, ist es dann schon schwer möglich, die Verbrauchsangaben, die im Prospekt stehen, und die Reichweiten zu erreichen. Okay, klar. Fahre jetzt Komfort, weil das eigentlich so das ist, was ich als Audi-Fahrer, denke ich, auch erwarten würde. Einsteigen, Schlüssel rumdrehen ist ja nicht mehr, sondern Knopf drücken und losfahren. Mehr will ich eigentlich nicht machen mit dem Auto. Ja, soweit alles gut. Fahren wir mal eine Runde. Von den Displays her, ich habe ein Zentraldisplay hier vor mir. Dort kann ich mir verschiedene Informationen abrufen, Geschwindigkeit, ob das Fahrzeug jetzt Energie investiert sozusagen oder rekuperiert, kann ich hier sehen. Den Akkustand kann ich auch sehen. Mir wird eine Reichweite von 373 Kilometern angezeigt. Vorhin waren es 390, als ich losgefahren bin.
Das Akkupaket ist ja über 90 Kilowattstunden groß und ich glaube 85 Kilowatt sind dann effektiv nutzbar. Das kennen wir schon, das ist das große Akkupack, was es auch beim Porsche Taycan gibt. Das Fahrzeug hat Allradantrieb und ist sicherlich ein sehr sportlich abgestimmtes Fahrzeug. Das heißt, es ist kein Fahrzeug zum Rumknausern, was die Verbrauchswerte angeht, sondern es verbraucht schon so ein paar Kilowattstunden. Aber dafür hat es auch entsprechende Fahrleistung anzubieten. So, jetzt geht's auf die Autobahn. Der Begriff Gran Turismo, der hier von Audi immer so vorgezeigt wird, wenn es um dieses Fahrzeug geht, heißt übersetzt große Reise. Und im Grunde genommen kommt er aus dem Motorrennsport, wo man Langstrecken gefahren hat. Also Mille Miglia, 1000 Meilen, also 1600 Kilometer Rennen, die man da über mehrere Tage gefahren hat. Und dort war es dann wichtig, dass der Fahrer zwei Sachen an Bord hatte, nämlich zum einen jemanden, der schrauben konnte, um unterwegs kleinere Reparaturen zu leisten und das Fahrzeug weiterhin im Wettbewerb zu halten, und zum zweiten Ersatzteile. Das heißt, man braucht ein Auto, was fahrdynamisch auf dem Niveau eines Sportwagens ist, was aber so viel Platz hat, dass man eine zweite Person und ein paar Teile mitnehmen kann. Und daraus entstand der Begriff Gran Turismo, große Reise. Heute sind GTs ja eigentlich große Reiselimousinen, sehr sportlich unterwegs, ein bisschen Coupé-Touch und hat auch so einen Hauch von Eleganz. Man hat dann so Südfrankreich, Monaco im Kopf, wenn man Gran Turismo hört, mit einem Martini an der Bar stehen. Und ist so der Nimbus von Gran Turismo, obwohl Gran Turismo, abgekürzt GT, kommt auch in ganz vielen anderen Bezeichnungen vor. Ein VW Golf GTI zum Beispiel ist ein Gran Turismo Injection. Also der Begriff wird sehr weitläufig eingesetzt und immer wieder verwendet. Was mir bei meiner heutigen Probefahrt auffällt sofort, ist, dass dieses Auto so attraktiv ist von seinem Design, finde ich, und von seiner Farbgebung auffällig gemacht ist, doch am Ende recht dezent ist. Ich gleite hier durch den Hamburger Stadtverkehr und durch das Hamburger Umfeld und im Grunde genommen werde ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Es ist halt ein Audi in einer auffälligen Farbe, aber wer sich nicht auskennt, der wird dieses Auto nicht als Elektro-GT erkennen, da bin ich mir ganz sicher, sondern das ist dann irgendwo in der verschiedenen Audi-Nomenklatur zwischen A6, A7 und was es da noch gibt, für jemanden, der da Laie ist, rauscht das so durch. Aber diejenigen, die sich auskennen, die wissen, was es ist und gucken dann auch entsprechend. Es ist eher so, dass man sehr dezent am Publikum vorbeigleitet. Und darin sehe ich auch den Unterschied zum Porsche Taycan, der sehr sportlich spitz positioniert ist und dann auch so dieses Porsche-Thema hat. Das möchte man auch, wenn man diesen Wagen fährt. Der hier ist deutlich dezenter. Von den Fahrleistungen her ist er ein Tick langsamer. Mein Auto ist ja ein e-tron GT, also kein RS. Ich habe eine Höchstgeschwindigkeit von 245, wobei das ist nicht langsam, das ist nur wirklich schnell. Wenn man die RS-Version nimmt, dann fährt er 250 und beschleunigt auch deutlich schneller in kurz über 3 Sekunden von 0 auf 100. Ich habe, glaube ich, etwas über 4 Sekunden von 0 auf 100. Alles Wahnsinnswerte. So, ich fahre immer noch auf Komfort. Sitz hatte ich schon gesagt, alles gut, Ergonomie passt. Mein Auto hat ein Glasdach. Es gibt ja auch das Carbondach, dann hat man noch etwas mehr Ruhe hier drin. Das Carbondach spart, habe ich gelernt, 12 Kilogramm Gewicht gegenüber einem herkömmlichen Dach oder Glasdach. Also da kann man schon eine Menge rausholen. So, hier hinten kommt gleich ein Stück Autobahn, wo wir die Kuh dann auch mal fliegen lassen können. Da können wir dann noch mal ein bisschen aufs Pedal drücken und schauen mal, wie der so geht hier. Ich würde ihn dann vom Drive Select mal auf Dynamik stellen. Dann sind wir hier schon etwas sportlicher unterwegs. Er zeigt mir an, dass das Fahrwerk sich jetzt absenkt. Und im Prinzip haben wir dann auch die volle Performance hier am Gasfuß oder am Stromfuß. Ich sage immer noch Gaspedal, auch wenn das ja kein Gaspedal mehr ist, sondern ein Strompedal. Aber so pedantisch bin ich da nicht. Ist das immer noch ein Gaspedal. Wie ist es für euch? Gaspedal, Strompedal? Muss man da die Begriffe ändern, nur weil man jetzt mit Strom fährt? Ich glaube nicht, oder?
Also, hier um die Kurve rum. So, mein Fahrzeug zeigt mir an eine Restreichweite von 347 Kilometern. Mein Durchschnittsverbrauch bis jetzt sind 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist eine Menge, aber es waren auch bis jetzt alles Kurzstreckenfahrten, anhalten, stoppen, vorwärts, rückwärts, um Filmaufnahmen zu machen. Und jetzt bin ich hier auf der Autobahn. Tempo 80 ist hier angesagt. Und Klimaanlage ist an, habe ich gemerkt. Okay, gut. Kann man noch ausmachen bei dem Wetter, braucht man vielleicht nicht. Ich schau mal. So, ab hier ist frei. Gut, dann lassen wir die Kuh mal fliegen. Ja. Locker 200. 210, ganz locker, ganz unaufgeregt und der Wagen liegt super satt auf der Straße, Leute, das ist ein Fahrwerk, irre. Nochmal 220, 230, 235, 240, ja. 240 ist hier die Warnschwelle, weil das Auto Winterreifen drauf hat. Hier werden meine Kabinbremsen gefordert, weil drei Autos sich auf einer dreispurigen, aber sonst leeren Autobahn gleichzeitig überholen. Das ist immer so. Also probieren wir es gleich nochmal. Murphy's Law. Also nochmal 140 und aus Pedal. 150, 70, 80, 190, 200, 215, 20, 25, 230, 240 und jetzt nehme ich mal den Fuß vom Gas. Wegen der Winterreifen, aber 245 geht der locker. Schon irre, wie smooth diese Beschleunigung ist, das merkst du hier drin gar nicht. Ich fahre jetzt 200 und eigentlich könnte ich mich jetzt so rüberlehnen, mich unterhalten und irgendwie so in Urlaub fahren. Es ist unheimlich toll gemacht, wie, sagen wir, unaufdringlich man hier hohe Geschwindigkeiten fahren kann, sich sicher fühlt, der Wagen liegt wie ein Brett auf der Straße. Schon toll. Was mir dabei auch auffällt, in der Fahrstufe Dynamik habe ich ja auch diesen sportlichen Sound von Audi. Der ist sehr, sehr stark ans Gaspedal gekoppelt und ganz ehrlich, hier auf der Autobahn hörst du ihn eigentlich nicht mehr. Also das ist nichts, was mich nerven würde. Hier im Fahrzeug ist es relativ dezent. Wenn ich jetzt langsamer werde, so 90, weil ich hier wieder abfahren muss, dann höre ich ihn wieder. Und wenn ich Gas gebe, dann ist er auch wieder da. Aber auf der Autobahn ist er völlig unaufdringlich. Er bringt dir ein bisschen Feedback, was da jetzt passiert, wie du Gas gibst, wie der Motor quasi dreht. Das finde ich gar nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich sonst von künstlich erzeugtem Lärm nicht so begeistert bin. Ich finde es hier gut gemacht. Es ist überhaupt nicht aufdringlich. Du kannst natürlich auch runterschalten in den Modi. Efficiency ist das quasi aus. Hör dann nur noch so ein bisschen die Elektromotoren und im Modus Komfort ist es ein bisschen an und im Modus Sport ist es dann stark an. Wenn das Fahrzeug optional die Lautsprecher hinten hat, dann habe ich es auch hinten, kann es auch hinten hören. Also dann ist der Wagen sozusagen von diesem Sound richtig eingepackt. Aber das stört nicht, ehrlich nicht. Sehr angenehm. Auch draußen sehr dezent, gut abgestimmt, sehr dezent gemacht. Weil irgendein Geräusch müssen wir ja machen, das wissen wir ja alle. Die Gesetze sind so, dass wir als Elektroautofahrer ein Geräusch abgeben müssen, um dem Stehen, um den Verkehr um uns herum zu warnen, insbesondere wenn das Auto langsam fährt. Ja, Verbrauch ist jetzt natürlich hochgegangen auf 33 Kilowattstunden. 18 Grad Außentemperatur, Winterreifen drauf. Also man kann diese Fahrzeuge ganz sicherlich mit, ich sag mal, kurz über 20 Kilowattstunden bewegen. Aber das ist natürlich nicht das, wofür ich mir so ein Auto kaufen würde. Und der Verbrauch geht in Ordnung, wenn der Wagen an der Ladesäule schnell lädt. Bei diesem Fahrzeug ist es ja so, dass man, wenn alles optimal läuft, den Wagen von 5 auf 80% State of Charge in 23 Minuten rund aufladen könnte und kann.
wenn alles optimal läuft, wenn die Ladesäule mitmacht, der Akku vorgewärmt ist und, dann passt das alles. Insofern kann ich es mir dann auch erlauben, ein bisschen zu heizen, ein bisschen mehr Strom zu verbrauchen, wenn er dann schnell wieder nachlädt. Das ist in Ordnung, muss ich ehrlich sagen. Also ein Sparwunder, auch wenn der aerodynamisch sehr ausgefeilt ist, durch die breiten 20 Zoll Räder hier auf diesem Fahrzeug, habe ich natürlich jetzt wenig Chancen, Energiesparrekorde aufzustellen. Aber macht nichts. So, nochmal, freie Fahrt, 140 und auf geht's. 160, 180, 190, 200, 220, 230, 240, gar kein Problem. Also ganz einfach gemacht. Und vom Fahrsound höre ich jetzt nichts mehr. Die Windgeräusche haben das hier übernommen, die natürlich bei 230 Stundenkilometer da sind, aber relativ ruhig. Geht nicht ohne Windgeräusche bei den Geschwindigkeiten, ist klar. So, was mit dir hier? Was sie auch übernommen haben, was beim Porsche Taycan ja genauso ist, ist das Thema Rekuperation. Daran scheiden sich ja die Geister. Ich persönlich mag es ganz gerne, wenn das Auto auf dem Gaspedal rekuperiert und ich das Bremspedal nicht zu betätigen brauche. Das ist bei dem Audi e-tron GT bewusst anders gehalten. Der Hauptfahrwunsch dieses Autos ist das Segeln. Segeln ist natürlich, ich sage mal, antriebsloses Dahingleiten. Ich stecke eigentlich keinen Strom rein und bewege mich trotzdem vorwärts. Das ist das Energiesparendste. Darauf ist dieses Auto primär ausgelegt. Wenn ich den Fuß vom Gas nehme, habe ich eine minimale Rekuperationswirkung. Wenn ich die Bremse trete, dann passieren das Bremspedal trete, dann passieren eben zwei Dinge gleichzeitig. Zum einen rekuperiert das Auto dann und zum zweiten, wenn ich noch mehr Bremswirkung will, dann packt die Bremse vorne zu. Das heißt, ich fahre so wie mit einem klassischen Verbrenner. Das ist auch der Eindruck, der wahrscheinlich von Audi hier gewollt ist. Und brauche mich, wenn ich vom Verbrenner komme, hier nicht umzustellen, sondern kann einfach einsteigen und so fahren wie immer. Und habe die Rekuperationswirkung von bis zu über 260 Kilowatt Leistung an Rekuperationsleistung, wenn ich das Bremspedal tippe. Das ist also identisch mit der Ladeleistung von bis zu 270 Kilowatt in der Spitze, die das Fahrzeug laden kann. Wirklich toll. Ja, merkt man deutlich. Wenn ich die Bremse betätige, dann sehe ich hier auch auf der Anzeige, dass rekuperiert wird. Und wenn ich das Pedal drücke, heißt es nicht unbedingt, dass die Bremse vorne zupackt, sondern im ersten Step reicht die Rekuperation der Motoren aus und dann erst kommt die Bremse, die übrigens richtig gut ist. Es ist eine Cabinbremse, also ein Extra, bei dem normalen GT ein Extra, bei dem RS ist sie dabei. Drücken wir mal das Pedal. Ja. Und der Vorteil dieser Bremse ist eben, dass du sie immer wieder mit dieser Leistung betätigen kannst. Du kannst diese Leistung immer wieder von ihr abfordern und die wird nicht müde, hat kaum Fading und ist damit natürlich für diese Fahrleistung, die das Auto hat, die richtige Wahl. Ja, das war mein Tag mit dem Audi e-tron GT in Hamburg und ich muss sagen, das Auto hat mich begeistert. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in dem Fahrzeug, ich habe mich sicher gefühlt und ich war sportlich, aber doch bequem und mit einer eleganten Note, möchte ich mal sagen, unterwegs. Denn das, was Audi wollte, ist hier gelungen. Sie wollten einen Gran Turismo bauen, einen vollelektrischen Gran Turismo mit einer Prise Emotion dabei und das ist ihnen vortrefflich gelungen. Das Auto kann man entweder dezent im Stadtverkehr bewegen, wer nicht weiß, dass das ein Audi e-tron GT ist, der wird es für einen normalen Audi halten und wer weiß, was es ist, der sieht den Audi e-tron GT hier vor sich. Die Farbe Chemoa Grau, eine Granate, muss man wirklich mal in Natura gesehen haben, gerade im Sonnenlicht, eine tolle Farbe, blau-grau, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Den Unterschied zum Porsche Taycan sehe ich darin, dass das eher eine elegante Reiselimousine und nicht ganz so spitz auf Sportlichkeit positioniert wie ein Porsche Taycan. Und auch der, ich will mal in Deutschland sagen, Neidfaktor, wenn man dieses Auto irgendwo vor die Tür stellt, ist vielleicht auch nicht so hoch. Aber die Fahrleistungen sind schon gigantisch und sie sind auf echt sportlichem Niveau. Wie ist eure Meinung zum e-tron GT? Schreibt mir doch hier drunter in den Kommentaren, was ihr von diesem Fahrzeug haltet. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Oliver von 163 Grad.